Okay, es geht weiter. Ob Krillin schon mit Chi-Chi geredet hat? Wir können es hier nicht vorenthalten. Hoffentlich kann sie beruhigt werden. Ist klar, ihr bleibt hier und Krillin muss die ganze Scheiße machen. Um Krillins Willen. Und noch eine Sache, die ich kurz erwähnen will. Part 19 ist hochgeladen, aber man kann es nicht irgendwie erkennen von YouTube. Da steht irgendwie, das Video wird bearbeitet, obwohl man das ganze Video sich ansehen kann. Ich weiß nicht, was da YouTube gedacht hat. Aber naja, ich lasse es mal so. Und wenn ihr Part 19 sehen wollt, mich einfach anschreiben, dann schicke ich euch einfach den Link. Jetzt kriege ich wirklich Ärger. Ich kann ja nicht einfach sagen, was passiert ist. Ich muss im Kamerahaus zurück. Scheiß Leute da oben, Mann. Son Goku, ich kann es einfach nicht. Hier gibt's die Leute über uns machen irgendwelche scheiß Bauarbeiten da. Keine Ahnung, was die da... Boah, halt die fressen da oben. Okay, es ist Zeit, zum Kamihaus zurückzugehen. Okay, Kamihaus. Chi-Chi, sei nicht so mürrisch. Ruhig, Papa. Er sagt, er wäre zurück, bevor es dunkel ist. Ist schon eine Weile her, seit sie alle im Kamihaus waren. Wahrscheinlich haben sie beim Reden nur die Zeit vergessen. Wie kann er nur? Son Gohan muss zur Pauk-Schule. Pauk-Schule, okay, komm schon. Son Gohan ist erst 4. Ein Tag weniger und wird schon nicht schaden. Du bist so nachsichtig. Nur mit Wissen bringt man es in der Welt weiter. Mädchen. Oder Frau. Ich glaube, du hast keine Pädagogik studiert oder gelernt. Ich habe studiert und was du machst, ist schädlich für dein Kind. Aber extrem schädlich. Hey Leute, auf mit euch. Ich hab's endlich zum Laufen gekriegt. Bams. Ist sie ausgerastet? Hey, ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Wie könnt ihr nur schlafen, während ich die ganze Arbeit mache? Boah, haltet die Fressen da oben, verdammte Scheiße nochmal. Hoch mit dir, du fauler alter Schildkrötenmann. Scheiß Bauarbeiten. Boah, hört auf mit der Bohrmaschine da oben. Wollt ihr mich verarschen da oben? Alter Schildkrötenmann. Alter Schildkrötenmann? So. Was? Die Zeichen auf diesem Ding sind nun besser zu lesen. Mal sehen. 139. Diese Zahl steht für Muten Roshi Stärke. Ich hoffe, man hört es nicht im Video so. 139. Mann, was für ein Apparat. Der kann sowas erkennen? Anscheinend schon. Bulma, was ist mit mir? 203. Hier steht, dass Kurin auf... Wow, 206. 203. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, um zu gucken, was da kommt. 206. Okay, ich habe Muten Roshi tatsächlich überholt. Jetzt bist du traurig, oder was, alter Sack? Hey, bist du sicher, dass es nicht kaputt ist? Niemals. Dieses Ding, das der Saiyajin trug, kann die Stärke von jedem auf der Welt bestimmen. Er erkennt sogar ihre Position. Okay, hat jemand entdeckt? Hey, anscheinend gibt es eine Stärke 250, etwa 2000 Meilen von ihr. Wer kann das denn sein? Ich weiß, es muss Tenshinhan sein. Er ist sowieso der Stärkste von den dreien. Oder Krillin. Und 177, da drüben. Das ist Yamshu. Ach du Scheiße, der ist so schwach. Du Kacke. Scheiß Bauarbeiten da oben, Mann. Ich will in Ruhe aufnehmen. Meine Güte, 329. Wow, wer ist das? Das muss wohl Piccolo sein. Das muss Piccolo sein. Sag ich hier, Piccolo. Oh ja. Das bedeutet, Son Gohan ist auch da. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee, was sie jetzt machen werden. Denkst du, wir sollten ihn retten? Niemals, er bringt euch um. Nein, er hat Pläne für Son Gokus Jung. Außerdem, könntest du ihm gegenübertreten? Nein. 329 ist zu viel für mich, das wäre Selbstmord. Gut erkannt. Dun, dun, dun. Dun, dun. Aber so wissen wir, wo Yamshu und die anderen sind. Wenn wir zusammenarbeiten, haben wir die Dragonbots im Nu gefunden. Dann können wir Son Goku wiederbeleben. Scouter erlangt. Okay. Oh, what the fuck, Yajirobe? Hey, da aufmachen. Yajirobe. Wer ist da? Klingt wie ein Verrückter. Ich bin's. Hey, du bist der Typ, der auf dem Quittenturm war. Alumajiro, richtig? Alumajiro. Ja, Jirobi, du Idiot. Das hast du absichtlich gemacht, nicht wahr?
Oh, naja, vielleicht, vielleicht. Wer baut ein Haus an einem Ort wie diesen? Ich habe ewig gebraucht, um es zu finden. Ich bin nur hier, weil Meister Quitte eine Nachricht für dich hat. Wirklich? Ja. Er weiß, was geschehen ist. Deshalb will er, dass du Yamshu, Shaozu und wie hieß er noch, zu Fort kommt. Denn schnell meint er. Ihr redet zu viel, Leute, ihr redet zu viel. Hä, zum Quittentum, wieso? Gut, Gott sagt, er trainiert euch. Das gilt auch für mich. Ja, du lernst das Fressen zu perfektionieren. Im Ernst? Ja, das stimmt. Obwohl ich gesagt habe, dass ich nicht gegen blöde, überstarke Aliens kämpfen will. Aber ich habe wohl keine Wahl. Okay, wir suchen alle und brechen auf. Denn meine Aufgabe ist erledigt. Ich hau ab. Yeah, pinkes Auto und so. Kein Style und so, hey. Oh, und noch was. Er weckt Son Goku nicht zum Leben, bevor die Aliens hier sind. Okay. Hä, wieso? Ich dachte, Piccolo hat das denn erklärt. Son Goku trainiert im Jenseits. Wenn du mehr wissen willst, diese alte Wahrsagerin Baba wird in der Gegend sein. Also frag sie. Also bei Meister Kaio. Richtig, da lernt er Kaio kennen. Darf ich jetzt endlich mal gehen? Lass mich gehen, verdammte Scheiße. Ich will gehen. Im Jenseits? Ja, im Jenseits. Was hast du denn da jetzt nicht verstanden? Dieser Son Goku, nicht einmal der Tod kann ihn aufhalten. Hey, anscheinend kommt er zurück. Geh weg, Yajirobe. Hem? Oh, das ist wohl niemand anderer. Das ist er nicht. Ahoi, Muten Roshi! Oh, das sind Shichirin-Rinderteufel. Oh. Jetzt kommt die Sau raus. Schön, dich zu sehen, Meister. Wie geht es dir? Oh ja, ja gut, denke ich mal. Mach schneller. Wir sind erledigt. Richtig erkannt. Son Goku und mein Sohn sollten hier sein. Wo sind sie? Ihnen. Innen? Tja, wisst ihr, um die Wahrheit zu sagen, Son Goku ist tot. Piccolo hat Son Gohan entführt? Ja, das hast du dir gemerkt, dein Son Goku ist tot. Was ist mit Son Goku? Was ist mit ihm geschehen? Er ist tot. Komm, sag, er ist tot. Er wurde getötet. Guck, wie die guckt. Ausraster. Chichi! Jetzt ist sie eine Witwe. Ich glaube ihn nicht. Was hat er sich bloß dabei gedacht? Es gibt nichts, was wir tun können. Son Goku wollte ein Jahr trainieren. Wen interessiert Son Goku? Ich mache mir um Son Gohan Sorgen. Was für eine Scheißfrau. Mein armer Son Gohan. Piccolo könnte ihnen gerade Schreckliches antun. Also bitte, Chichi, beruhige dich erst ein bisschen. Wie kann ich mich jetzt beruhigen? Was ist los mit dir, Papa? Was ist los mit dir, Mädchen? Dein Mann ist tot, oh, scheiß auf Son Goku, oh, scheiß auf ihn. Hätte so auf deinen Arsch gerettet, tja, eines nach dem anderen. Wir müssen alle Dragon Balls einsammeln, um Son Gokus Rückkehr vorzubereiten. Yay! Können wir auf dich zählen, Krillin? Vielleicht noch nicht, kein Problem. Aber es wird schon etwas dauern, bis ich sie finde. Gib ihm das Radar. Hey, warte, ich kann die Maschine verwenden, mit der Son Goku Bruder Tenshinhan Yamshu gefunden hat. Hey, was machst du jetzt damit? Anscheinend ist Tenshinhan im Norden. Aufgrund der Distanz ist er wahrscheinlich irgendwo beim Jingledorf. Jingledorf, war ich da schon mal? Was ist mit Yamshu? Gammeln. Anscheinend ist Yamshu. Oh toll, was glaubt ihr denn? Was glaubt der denn, was er zu dieser Zeit vorhat? Hä? Was ist los? Er ist immer noch in seinem Versteck. Ich frage mich, ob er überhaupt trainieren will. Überhaupt haben sie irgendwie abgekürzt, okay? Hahaha. Okay, jetzt, dass wir wissen, wo die beiden sind, müssen wir sie herbringen. Dann suchen wir nach den Dragonbots. Los, lasst mich endlich los. Worauf wartet ihr? Beeilung, findet die Dragonbots, damit ihr Son Goku wiederbeleben und meinen Sohn Son Gohan retten könnt. Ah, meine Lesekunst. Okay, ich bin schon weg. Wir zählen auf dich, Krillin. Endlich. Was sagst du genau? Okay. Schön für euch.
Ich bin mal weg. Wo ist der Jingledorf? Oder Jingleberg? Jingle, Jingleberg, Jingleberg, Jingle, Jingleberg. Ah, Jingledorf. Jingledorf, was macht der denn da alleine? Denchen, da bist du. Ich hätte nie gedacht, dass du an einem Ort wie diesen trainierst. Kälteresistenz. Hey, bist du das Krillin? Schön, dich zu sehen. Was tust du hier? Ich hab dich gesucht. Mich? Boah, zu viel Konversation auf einmal. Ja. Yajirobe von Küttenturm tauchte bei Muten Roshi auf. Er sagte, du und ich und Yamshu und Shaozu, wir alle müssen zum Küttenturm kommen. Ja, beeilt euch. Küttenturm? Wozu? Das frage ich mich auch. Gott wird uns persönlich trainieren. Oh, was für eine Ehre. Was? Was ist los? Ja. Naja, Son Gokus Bruder ist aufgetaucht und dann wurde Son Goku getötet und in einem Jahr kommen Aliens auf die Erde. Also ja. Ja, ich kann es verstehen, warum die verwirrt sind. Krillin, das ergibt keinen Sinn. Sag mir, was los ist, aber diesmal langsamer. Zwar langsam. Ah, jetzt kommt das große... Ah. Verstehe, also das ist passiert. Leute, macht euch... Oh, deshalb müssen wir Yamshu finden und schnellstmöglich zu Gott gelangen. Ja, ich hab's verstanden. Ich würde mit dir gehen, aber ich kann nicht sofort. Boah, beeilt euch. Hä, wieso? Wartet.